Katrin. Hi, Ian. So, herzlich willkommen. Hoi. Danke vielmals. Wie die Wurzel der Mühle. Wow, es ist ja ein wunderschöner Ort hier. Ich bin mega gespannt, zu erfahren, wie ihr hier den Mais verarbeitet. Willst du mir eure Mühle mal zeigen? Ja, wenn wir gerade gehen. Freue mich. So, Katrin, hier sind wir in dem Teil Museum von dieser Mühle. Hier sehen wir die Siebe, weil Siebe ist sehr wichtig, wenn man dort malen. Also jedes Korn muss dann noch zu einem Prozess vom Sieben zum Kleien trennen, vom Mehl, den man dann braucht. Kannst du mir vielleicht erzählen, was hat denn so der Mais für eine Bedeutung im Tessin oder auch Polenta? Polenta war früher ein sehr wichtiges Ernährungsprodukt. Man hat eigentlich Polenta, die Alten sagen Polenta zum Morgen kalt, vom Tag vorher, Polenta zum Mittag warm, vom Schmieden. Und Polenta zum Nacht aufwärmen. Wie laufen das weiter da? Was ist das, was wir da sehen? Das ganz Schöne ist, sind die das Zahnradsystem, wie du siehst, Eisen und Holz. Und das ganze System läuft dank dem Aussenrad, das sich dreht mit der Kraft vom Wasser. Und dann von unten wird dann der Stab angetrieben. Oh wow! Das ist der Mühlenraum. Da ist das Wichtigste eigentlich. Da ist der Mühlenstein. Das sind so zwei grosse Steine, die liegen 600 Kilo. Und jetzt musst du wieder den Mais. Ja, genau. Ja. Rote Mais. Schöne rote Mais. Lenticino. Und der kommt jetzt hier rein. So, das ist ein Silo. Ganz einfach. Tut sich dann der obere Mühlenstein drehen. Das Korn fliegt dann zwischen den zwei Steinen. Das wird zerquetscht. Und in diesem Prozess liegt dann das Korn in Mehl und Pfann. Das ist der magische Moment. Was bene. Wir jetzt hier kochen heute etwas damit. Ja, wir kochen heute schöne Polenta Rossa Caprese. Ah, che buono! Schmeckt jetzt schon mega fein. Sehr gut, sehr gehen gut. Gehen wir mal kochen, oder? Dann gehen wir mal kochen. Gut, danke vielmals. Bitte, danke dir. Inspiriert von dem wunderschönen Ort hier bei der alten Mühle kochen wir heute eine mega feine Polenta Rossa Caprese. Die tut so noch die letzten warmen Sonnenstrahlen auffangen für uns. Die kochen wir mit feinstem Kürbis kochen und auch noch mit Cherry Tomate und Mozzarella. Ein richtig feines, herbstliches Fettibossi-Gericht. Ich fange jetzt mal an mit dem Wasser erhitzen und lege mal los. So, jetzt brauche ich noch Irene. Irene, bist du noch da? Voilà. Lokal sind wir gerade dran stellen. Gut, ja. Danke vielmals, darf ich dir gerade den geben? Ja. Salz dazu. So etwas Teelöffel, gell? Ja. Das gibt es. Perfekt. Cool, also wir merken uns immer nur mit Salz. Bin genau. Sehr gespannt. Ja. Schauen wir mal, wie schön. Zuerst jetzt haben wir schon eine schöne Farbe. Ja, ich lasse das mal doch ein bisschen köcheln. Ja. Sehen wir uns später wieder. Geht das so? Ja. Grazie, bis später. Voilà, unser Kürbis. Wow, den schälen wir. Jetzt würfeln wir den Kürbis noch. Sieht schon gut aus. Das legen wir jetzt noch ein bisschen drauf, damit sich der Kürbis ganz schön mit der Polenta Rossa kann verbinden. In dieser Zeit habe ich schon mal unsere Sherry-Tomätli und die tun wir auf dem Halbieren. Jetzt kommt hier eigentlich noch der Käse drin. Ein bisschen würzen. Was meinst du als Profi? Sehr schön. Gell? Das sieht also nicht schlecht aus. Kommt hier noch Tomaten drauf. Ja. Das ist also Caprese, oder? Dann haben wir hier jetzt noch feine Mozzarella. So. Hast du das ein bisschen ziert? Da habe ich noch die Rucola, die du verlangt hast. Okay. Danke dir. Und da haben wir noch das Öl. Das sieht super aus. Jetzt kommt der Rucola noch drauf. Ein bisschen schön dekorieren. Ein bisschen Olivenöl. Fertig ist es. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu der Irene, weil die wartet schon am wunderschönsten Tisch und ich freue mich jetzt richtig, um die Polenta Rossa mit ihr zu essen. Wow!
Hey, danke für alles, Irene. Zum Wohl. Salute. Danke dir. Kommen wir doch auch mal in die wunderschöne Region von Mendrisiotto. Wer weiß, vielleicht kommen wir auch bei der Irene vorbei, in der Mühle Brusella. Und wir geniessen es jetzt. Bis gleich. So, danke.